Kommt, Leute. Wir fangen einfach an. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman zum dritten Klartext der Talkrunde. Wir sind heute auch passenderweise zu dritt, drei Männer unter sich, drei YouTuber, alleine in einer Runde. Und ja, wen haben wir dabei? Den Tom Thompson, natürlich denjenigen, der mit Taxifahren in Liberty City seinen Lebensunterhalt verdient und in Forza auch jenseits des Horizons unterwegs ist. Das nenne ich meine Anmoderation. Ja, hallo liebe Leutchen. Ja, man muss sich ja stetig verbessern. Dann haben wir natürlich auch bekannt aus dem letzten Klartextrunden dabei den Max, der von seinem Feldherrenhügel aus den Überblick über diverse Schlachten hat. Herzlich willkommen. Servus, danke. Jo. Und wir haben uns heute mal so ein paar Themen auf die Liste gesetzt, ja, die so nicht unbedingt aktuell sind, vielleicht schon ein bisschen zurücklegen, aber wo wir uns doch mal gerne so ein bisschen austauschen wollen und vielleicht die eine oder andere interessante Ansicht oder der Gedanke, Anregung, Ideen für euch dabei ist. Fangen wir gleich mal an. Es ist ja schon eine Weile her, es war glaube ich im Sommer, da fand so etwas in Deutschland statt wie die Gamescom 2013. Ja, 2012 noch großes Ereignis. Im Sommer jetzt natürlich jeder YouTuber, der was auf sich hielt, war da. Gerade natürlich aus der Gaming-Szene, ob es Let's Player sind, ob es Kommentatoren sind oder Beauty-Kanäle, wie auch immer. Jeder war da und jeder hat natürlich auch ein Video gemacht. Die Frage ist aber für mich auch ein bisschen, ja, was habt ihr so von der Gamescom mitgekommen? Wart ihr da, wart ihr nicht da? Tom, mach vielleicht den Anfang. Das, was ich mitbekommen habe, ich meine, natürlich habe ich die großen Kanäle verfolgt. Ich habe vor allem bei den Pressetagen geschaut, ja, was hauen die Firmen jetzt Neues raus? Ich habe mir das Microsoft-Presse-Event angeschaut. Bei dem Sony-Event war es leider zu spät. Da habe ich schon geschlafen. Aber da habe ich, glaube ich, auch nicht allzu viel verpasst. Ansonsten habe ich natürlich die großen Kanäle in Deutschland verfolgt, was sie irgendwie für Videos raushauen. Ich persönlich war nicht da. Das lag einfach an dem Grund, ich habe von meinem Netzwerk keinen Presseausweis bekommen. Weil ich bin der Meinung, um da richtig sich eine Meinung zu bilden. Also ich bin niemand, der sich irgendwie stundenlang anstellt, um das Ding oder um dann irgendein Spiel oder irgendeine Information irgendwie 10 Minuten mal anradeln zu können. Also wenn, dann möchte ich schon irgendwie in aller Ruhe, ohne großes Gedrängel, ohne 500 Leute um mich rum, möchte ich einfach mir die Meinung bilden von den Spielen, die mich halt interessieren. Ja, und da habe ich halt ein großes Auge auf die großen Kanäle geworfen, also sei es Commander Krieger oder Tomahawk Pain oder die Ahornente zum Beispiel, die auch ein bisschen was gebracht hat. Genau, das war eigentlich meine Informationsquelle. Mhm, okay. Und Max, wie war es bei dir? Ja, Gamescom war für mich irgendwie komplett ausgeblendet. Also ich schau mir die Gamescom, also dort war ich auch selber schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich finde es einfach zu überteuert für die Leistung, die man halt mittlerweile bekommt, weil alle Infos, die du dir auf der Gamescom organisieren kannst, die stehen vorher schon irgendwo im Netz und kannst du dir halt bei einer gemütlichen Tasse Kaffee saugen und musst nicht durch die Messehallen da stolzieren. Und wie der Tom auch schon gesagt hat, um ein Spiel anzuspielen, ganz ehrlich, die meisten Spiele, die da gezeigt worden sind, sind ja mittlerweile draußen. Ob ich da jetzt noch ein paar Wochen länger warte oder nicht. Meisten, die gezeigt wurden, die kommen doch erst alle, Max. Echt jetzt? Ja. Also ich habe das einzige Spiel, auf was ich hingehypt habe, war Rome 2. Das ist draußen. Das ist schon draußen und das war das Wichtigste für mich und fertig. Ja, und GTA 5, aber da müssen wir ja noch warten oder ich muss zumindest noch warten, bis es für den PC rauskommt, wenn es denn kommt. Wenn es denn kommt. Wenn es denn kommt, aber es wird kommen, ich bin mir ganz sicher. Ja, aber ansonsten, ich habe auch auf keinen Kanälen irgendwas angeschaut, weil wie gesagt, ich bin ein Lesefan und ich lese mir die Informationen irgendwo durch, aber habe keine Kanäle abgecheckt, war auch selber nicht auf der Gamescom, hat mich ehrlicherweise dieses Jahr irgendwie gar nicht gejuckt, keine Ahnung wieso. Oh, ja, da sind wir uns alle drei ja doch relativ einig, denn auch ich war nicht auf der Gamescom, die letzte Gamescom, auf der ich war, das war glaube ich die letzte oder vorletzte in Leipzig noch. Mhm. In Köln hat mich da ehrlich gesagt nie gereizt. Ein bisschen habe ich die Berichterstattung über die Messe auch verfolgt, aber nur ja, überflogen und habe halt gesehen, okay, der YouTuber hat ein Video zur Messe gemacht, der hat Videomesse gemacht, waren alle doch relativ ähnlich. So nach dem Motto, hurra, ich bin hier und da und ich habe das gesehen und das gesehen und das gesehen und habe den getroffen und den getroffen.
Hat mir jetzt auch nicht großartig da gereizt. Was die aktuellen und vorgestellten Spiele angeht, bin ich ja sowieso jemand, der einmal sehr viel Geduld hat und wartet, bis die Dinger dann schon lange draußen sind und dann als Budget-Version erhältlich sind. Mich hat da also ehrlich gesagt auch nichts gereizt. Und ja gut, was es vielleicht interessant wäre, das YouTuber-Treffen oder mehr oder weniger das auch das inoffizielle Let's Player-Treffen, was ja auf der Gamescom immer stattfindet. Und vielleicht noch ja, die Cosplayer, ne, als optische Augenweide. Aber sonst reizt mich da ehrlich gesagt auch nichts dran. Denn ja, wird vielleicht zwar einiges gezeigt, aber nichts wirklich Neues. Darf ich dir da kurz ins Wort fallen? Ja, bitte. Ich denke mal, das liegt auch daran, auf welcher Plattform du unterwegs bist. Ich meine, für PC-Spieler, muss ich ehrlich sagen, gab es bei dieser Gamescom oder halt auch auf der E3, war ja genau dasselbe, gab es relativ wenig Neues zu sehen. Aber für die Leute, die aus der Konsolenecke kommen, ich meine, Xbox One, PlayStation 4, die ganzen Exklusivtitel für die ein oder andere Konsole, also da gab es schon jede Menge Material. Also so, dass es gar nichts gab, so ist es auch nicht gewesen. Ja, natürlich, klar, das Schwergewicht der Gamescom dieses Jahr waren die neuen Konsolen, ja. Ganz klar. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, ob man nicht alles, was da erzählt und gezeigt wurde, nicht schon vorher irgendwo in Erfahrung bringen also konnte. Also im Grunde, ich meine, ich kenne jetzt bloß die Microsoft-Seite, weil, wie gesagt, die Sony-Pressekonferenz, die kam einfach zu spät. Da habe ich mir dann später noch einen Stream probiert, irgendwie zu organisieren, das konntest du aber auch vergessen. Und da alles, was sie da erzählt haben in der Stunde, man hat die Spiele gesehen, man hat die Konsole gesehen, das Ganze war wesentlich früher, das war ja eins der ersten Aktionen mit auf der Gamescom oder eins der ersten Events und alles, was danach kam, gut, es war ganz hilfreich, würde ich nicht sagen, es war ganz informativ von dem einen oder anderen, wo man sagt, okay, auf dessen Meinung zähle ich auf jeden Fall was, so ein bisschen was zu erfahren, wie zum Beispiel, wie liegen die Controller in der Hand oder wie macht die Konsole allgemein für einen Eindruck, was machen die Spiele für einen Eindruck, weil natürlich bei so Presse-Events, ich meine, die loben ja teilweise die größte Scheiße hoch 10 und sagen, das ist ultimativ, ja. Ihr müsst das unbedingt haben und dann hörst du halt von jemand anders, du lasst euch mal nicht blenden, da war der und der Fehler drin oder die Konsole ist dauernd abgeschmiert. Ich meine, der Porsche, es ist auch ein anderer YouTuber, der hat ein Foto irgendwie gefunden von einer überhitzten PS4. Ouch. Ja, das fängt also schon gut an. Und oder halt dann die Gerüchte, die umgehen, halt, dass alles, was auf der Gamescom gezeigt wurde, war gar nicht von der Xbox One zum Beispiel, sondern da liefen im Hintergrund halt ganz normale High-End-PCs. PCs, genau, das genau. Gerücht habe ich auch gehört, ja. Und ja, sowas ist ganz interessant zu hören. Mhm. Sowas hörst du halt nicht auf dem Presse-Event, sowas hörst du halt durch die anderen Kanäle mit durch. Mhm. Ja. Ein Video zur Gamescom ist mir allerdings doch aufgefallen und war mir wichtig, nämlich der Almost Daily Podcast von den Jungs von Rocket Beans. Da wissen wir ja, sitzen die Jungs von Game One dahinter und die waren halt wirklich als Journalisten auf der Gamescom und haben dadurch naturgemäß auch ein bisschen einen anderen Blick und haben aber auch erzählt, dass ja selbst in den Interviews, die sie geführt haben, wo also sonst wirklich halt nur richtige ausgewachsene Journalisten reinkommen mit Einladungen und allem drum und dran und nicht so nicht unbedingt der Blogger jetzt hier von YouTube oder aus einem Blog, dass selbst da die Leute, sobald die Kamera lief, auf Knopfdruck einfach nur ihre Marketinghymnen da abgespult haben und also wirklich wie ausgewechselt waren. Sie haben da sehr ein schönes Beispiel direkt gebracht. Und ja, das hat so meinen Eindruck von der Messe als reiner Show- und Marketingveranstaltung ja noch einmal bekräftigt. Also wenn noch nicht mal richtige Fachjournalisten da irgendwie neue Infos kriegen, sondern einfach abgefrühstückt werden, wie wenn jetzt ein neuer Hollywood-Blockbuster rauskommt und jeder hat da 5 Minuten Zeit, kurz die Stars zu interviewen, also sein exklusiv, in Anführungsstrichen, Interview abzuholen. Also es hat mich doch sehr stark so an diese Hollywood-Film-Maschinerie erinnert, was da auf der Gamescom ablief oder wie sie halt die Gamescom darstellt.
Ja, aber Ich da weiß muss nicht, ich hat. sagen, wenn ich falle jetzt einfach immer wieder ins Wort. Immer Ja. wieder brauche ich dir dazwischen hier. Nee, ich würde mal sagen, das hängt auch ein bisschen von dem Entwicklerstudio an sich ab. Es gibt sehr wohl Entwicklerstudios, die aus Deutschland kommen. Ich gucke da mal in Richtung Landwirtschaftssimulator zum Beispiel, Ja, okay. die zum Beispiel sehr, sehr viele Informationen rausgegeben haben, die sich auch hingesetzt haben, mit kleineren Kanälen zusammen was gemacht haben. Da habe ich einige Videos gesehen von Leuten, die, was ich, 2000 Abos haben, und da haben die Leute sich sehr wohl Zeit genommen dafür. Natürlich die ganzen großen Riesen, die aus den Staaten kommen. Ich glaube, für die ist nach wie vor die Messe Nummer 1 ist einfach die E3. Weil da holen sie alles raus, und mir fällt es, weil du ja sagtest, die spulen halt ihr Programm ab. Extrem fällt mir das zum Beispiel auf, wenn ich hier Dan Greenwald von Turn 10 mir anschaue. Du guckst dir eine Präsentation von der E3 an, du weißt genau, was er auf der Gamescom sagen wird. Genau dasselbe, genau dasselbe. Aber da Ja. finde ich es aber echt krass, dass diese 1,5 Stunden Programm wirklich im Kopf haben. Ja, das ist wirklich, es ist wie ein Film, den die da durchziehen. Ja. Aber was halt hinter den Kulissen abgeht, das ist vielleicht auch nochmal was anderes. Aber das stimmt schon. Ich meine, die wollen ja ihr Produkt an den Mann oder halt an die Frau bringen. Und insofern, ich meine, die können sich da keine Blöße geben und dann sagen so unter der Ja. vorgezogenen Hand, eigentlich sind wir ja gar nicht fertig, aber sag's mal nicht weiter. Ne? Richtig, Weil das wir wissen ja kam. alle, wie die Presse reagiert, wenn sie mal irgendwie ein bisschen Futter bekommt. Die Ja. dichten ja in jeden Satz irgendwie die Oh. Apokalypse rein. Ja, das kam übrigens auch in diesem Podcast sehr gut zum Ausdruck. Ich packe euch natürlich wieder in die Videobeschreibung, dass ihr das nachvollziehen ihr könnt. Das Ding ist unbedingt empfehlenswert. Ja, diese Angst vor der möglichen Panne oder Missdeutung, es muss alles auf Hochglanz poliert und perfekt und absolut shiny und tipptopp pipapo sein. Da darf nicht der kleinste Kratzer dran sein an den Präsentationen und was da gezeigt wird, das ist alles hochgezüchtet bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist mir also auch aufgefallen und ist halt auch in dem Podcast angesprochen worden. Ja. Darf ich ganz kurz Max was fragen? Ja, frag doch. Du, wie ist denn das bei Rome 2, was jetzt schon draußen ist für einen PC? Decken sich da die Erfahrungen von der Gamescom zu dem finalen Produkt, oder gibt es da Unterschiede von der Qualität her? Ja, also das Spiel ist halt eben rausgekommen und es hatte einige Bugs, muss ich dazu sagen. Und einige Sachen waren einfach, es hat sich halt angefühlt, als wäre das Spiel nicht fertig gewesen. Also ich habe es ja gleich am ersten, also ich habe es direkt vorm Release-Tag schon bekommen. Also der Release-Tag war ein Dienstag und ich habe es am Montag schon bekommen, weil ich es mir vorbestellt habe über Amazon, und ich habe es mir direkt installiert und gleich mal losgezockt. Und das Erste, was mir halt aufgefallen ist, wenn du halt Runde beenden klickst, also jetzt für alle Insider, dauert es halt ewig. Normalerweise dauert so ein Rundenwechsel 20 Sekunden maximal. Es hat halt Minuten gedauert. Also du hast keine Ahnung. Es hat sich einfach am Anfang mehr nach Warten angefühlt als nach Spielen. Und auch die Menüs und so weiter, wenn du das mit dem direkten Vorgänger verglichen hast, waren die Menüs nicht so schön ausgearbeitet. Das hat sich einfach nicht fertig angefühlt, das Spiel, wenn du es gespielt hast. Das war so ein typischer Release. Der Publisher sagt Datum X, an Datum X muss es rauskommen. Irgendwie übersteuert hier gerade jemand. Oder Ich ich? glaube, es ist der Dutch. Nee, beim Dutchman geht ab und zu das Mikro an, wenn es ein Ach bisschen so. lauter wird. Ja, wenn ich mich räuspere, also. Ja. Dann muss ich leiser reden, okay? Schrei mal nicht so. Entschuldigung, Entschuldigung, ich rede da ganz leise. Wir sollten uns übrigens von On Air in die Kuschelecke verziehen, wo wir nur zu dritt sind. Wir sind jetzt on air. Dann Deswegen nur Ruhe in bitte. Damengesellschaft, bitte. Das Richtig. behalten wir uns dafür dann vor. Aha, okay, verstehe. Dafür ist das gedacht. Na, Deswegen aber auch das Herz, erstens. die drei Herzchen davor, ne? Aber das ist bei On Air auch davor. Naja, wie auch immer, wo war ich stehen geblieben? Lange Ladezeiten, Qualitativ, lange Ladezeiten. Rundenwechsel. Genau, Genau. also Ladezeiten waren okay, Rundenzeiten haben halt ewig gedauert, bis halt die ganze KI diese 108 Fraktionen da ihre Züge gemacht haben, was normalerweise viel, viel schneller ging. Und du hast halt einfach gemerkt, es waren überall Schnitzer. Also ich war unzufrieden, als das Spiel rausgekommen ist. Ja, also mittlerweile haben sie es eigentlich ganz gut gepatcht. Also dieses mit der Rundenzeit wurde behoben. Die Menüs sind immer noch pottenhässlich, wie ich finde. Aber ja, war total overhyped eigentlich das Spiel. Ich habe mich so drauf gefreut und dann am ersten Tag gespielt und aufgenommen, und dann dachte ich mir so nach der ersten Aufnahmesession, ja, und das war jetzt das Spiel, worauf ich mich 4, 5 Monate gefreut habe. Und auf der Gamescom weiß ich halt nur, also ich hab einen Bericht dazu halt eben gelesen, dass halt Rome auf der Gamescom angespielt wurde, und es
Mei, es war genauso wie die ganzen Berichte, die davor von GameStar, von PC Games, von allen möglichen Spielemagazinen auch schon gemacht wurden. Es war einfach, was auf der Gamescom präsentiert wurde, war keine Revolution, da waren keine Neuerungen mehr. Es war im Prinzip schon das fertige Spiel. Den Leuten dort hat es angeblich gefallen, was ich nicht ganz verstehen kann. Aber naja, viele haben heute auch nicht mehr so die, oder erkennen nicht mehr so die Liebe zum Detail beim Spiel. Ich habe erst wieder ein Spiel ausgegraben, das ist aus 98. Wenn ich mir überlege, da kam insgesamt ein Patch raus für dieses Spiel, ja, der ein bisschen was verbessert hat. Da war wirklich nur so eine kleine, das Spiel kam raus, du konntest es spielen ohne Probleme. Es gab, klar, die KI war damals noch nicht ganz so intelligent wie heute, aber es gab keine wirklich groben Schnitzer oder so, sondern nur halt, dass sich halt irgendwie so KI-Soldaten oder so halt in der Wand aufgehängt haben, ja. Da gab es einen Patch dafür, der ein Jahr später kam und danach nichts mehr. Das Spiel war lauffähig, ja. Aber aktuell bei dem Thema, ich meine, ich weiß es nicht, ob der Dutchman das auf seiner Liste noch hat oder ob das jetzt schon sehr weit ausartet. Nee, jetzt bin ich abgeschweift, es tut mir leid. Aber das hatten wir bei der letzten Talkrunde, haben wir das schon ausgiebig, glaube ich, besprochen, dieses Thema. Ja, aber was ich noch sagen möchte, wenn man jetzt die ganzen Gamescom-Sachen sieht, ich meine, man sieht auch aktuell einen Trend von den Publishern, nicht von den extrem großen Studios. Okay, Ubisoft ist schon ein großes Studio. Es gibt aber viele Firmen, die aktuell sagen, wir verschieben unsere Releases. Wir nehmen das Weihnachtsgeschäft, lass mal außen vor. Ich meine, da ist Ubisoft zum Beispiel mit Watch Dogs dabei. Da ist Ubisoft mit, welches Spiel ist noch von denen? Tom Clancy, The Division zum Beispiel. Das ist auf Ende 2014 erstmal angesetzt. Ja, frag dich mal, warum? Ja, weil das Zeug nicht fertig ist. Das finde ich aber ganz gut, dass die nicht sagen, zum Beispiel bei Watch Dogs, wir hauen das Ding jetzt sofort raus, nehmen das Weihnachtsgeschäft mit und patchen. Die sagen sich, gut, wir nehmen uns Zeit und da kommt es halt erst im Q1 2014. Also man sieht schon, dass da zumindest ein bisschen Umdenken ist bei einigen Publishern. Naja, also bei Watch Dogs speziell würde ich jetzt einfach mal behaupten, es liegt einfach an Grand Theft Auto 5, dass sie einfach Schiss haben, dass sie der Konkurrenz nicht gewachsen sind und deswegen lassen sie es für dieses Jahr noch außen vor. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Da habe ich auch die Vermutung, aber da muss ich ehrlich sagen, okay, jetzt wird der Dutchman bestimmt gleich die Keule rausholen hier. Ich darf viel fehlen. Aber da muss ich sagen, ich meine gerade bei Watch Dogs, überlegt mal, wie früh die ersten Trailer gekommen sind zu dem Spiel. Die haben das Ding ja schon weit vor der E3-Messe mit Trailern gehypt und hier, das ist das ultimative Open-World-Spiel. Da war sehr wohl bekannt, dass Ende des Jahres in Battlefield 4 kommt. Da war auch bekannt, dass GTA 5 irgendwann im Laufe des Jahres kommt oder halt ein, wovor haben sie noch Angst? Sogar Call of Duty Ghosts wird mittlerweile rangezogen als Angstkandidat. Aber das wusste man doch vorher, ne? Ja, es ist aber so, dass in der Industrie, und das ist die Spieleindustrie ja mittlerweile, schon seit einiger Zeit, dass da Entscheidungen einfach im Vierteljahresrhythmus getroffen werden, beziehungsweise auch einfach über den Haufen geschmissen werden. Aber wenn ich jetzt, ich meine, ich bin ja selber Softwareentwickler, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin von meinem Produkt zu 100% überzeugt und weiß, dass das alles in Grund und Boden stampft, dann stelle ich mich doch sehr wohl der Konkurrenz, wenn ich von meinem Produkt überzeugt bin. Klar, wenn ich Zweifel habe und sage, Call of Duty Ghosts könnte mir jetzt gefährlich werden. Das würde ja auf das Spiel irgendwie ein relativ schlechtes Licht, zumindest meiner Meinung nach, werfen. Dass die Leute halt ein bisschen Respekt haben. Ich will nicht sagen Angst, aber Respekt. Na, die werden sich genau, wie YouTuber zum Beispiel auch, sind die halt auch verzweifelt auf der Suche nach der Lücke zwischen den anderen AAA-Blockbustern, in die sie reinkommen können, wo sie dann hoffen, dass da eben halt noch genug Käufermasse für sie da ist. Also so nach dem Motto, ich werfe mein Spiel erst 2014 raus, wenn alles draußen ist und die Leute vielleicht schon das ein oder andere Spiel zur Seite gelegt haben, um dann Kasse zu machen. Ja, zum Beispiel, ne? Könnte ich mir so vorstellen. Ja. Denn es ist ja auch klar, Release-Termine werden halt auch immer wieder mal hin und her geschoben und ich könnte mir schon vorstellen, dass die da einfach auch ihre Lücke suchen. Egal, wie fertig das Spiel ist oder eben nicht ist, denn die Klage, dass bei Release das Spiel eigentlich immer unvollständig war, gibt es ja schon sehr lange. Und das Phänomen, dass Spiele unfertig auf den Markt kommen, gibt es ja auch eigentlich erst, seit es so einfach eben ist, über das Internet die Patches zu verbreiten. Na, vor der Jahrtausendwende, als wir nur noch CDs oder nur CDs hatten, war das halt einfach nicht möglich oder bei weitem nicht so einfach wie jetzt, einen Patch zu verbreiten.
Ja, da Ist hast du aber den auch vielleicht von auf der einer Plattform abhängig. Spielezeitschrift als CD veröffentlicht und ja, wenn du den Patch halt haben wolltest, musstest du dir die Zeitschrift kaufen und überhaupt auch erstmal mitkriegen, dass dieser Patch auf dieser Zeitschrift drauf ist. Ja, Ja. auch nicht so einfach, ja. Richtig, das war halt Aber früher da alles muss noch ich sagen, das schwieriger. hängt aber auch von der Plattform ab. Ich meine, wenn ich jetzt sehe, klar, auf dem PC ist es einfach, Patches im Internet, lädst dir runter, installierst dir fertig. Auf der Konsole, ich weiß nicht, wie es Sony macht, ich kenne halt bloß die Microsoft-Ecke, weil ich keine PlayStation besitze. Da hat Microsoft schon gesagt, dass sie die Kosten erhöhen für die Publisher, im Patch zu veröffentlichen, weil da halt so eine ganze Testcrew dahinter steht und sie sich sagen, gut, wir schieben da einfach mal einen Riegel davor, Ja. indem wir sagen, die Kosten steigen einfach, demzufolge müssen sich die Leute mehr hinsetzen. Oder die nehmen halt dann die Kosten Oh. in Kauf und Ja. patchen dann trotzdem, dafür kostest du die halt mehr. Wie oft habe ich jetzt Kosten Das gesagt? ziemlich Sechsmal. häufig, aber ich denke mal, das dürfte mehr bewirken als alle Käuferproteste und Ein-Sterne-Wertungen bei Amazon. Weil Ja, klar, die Geld Erhöhung der zählt. Kosten für die Ja. Veröffentlichung eines Patches durch eben Microsoft, wenn es für die Xbox ist, ja, das dürfte viel mehr dafür tun, dass Spiele wirklich fertig rauskommen oder fertiger rauskommen, als alle Käuferproteste bisher. Ja, also da ist einfach wieder mal Geld regiert angesagt und das ist halt auch das Einzige, auf das Unternehmen hören. Ja, Ja, aber halt die auch, weil die folgen ganzen einfach dem Ruf des Leutchen, also ich Geldes. glaube, ich schweife jetzt immer mehr ab vom Thema. Ja, Ja, genau. aber Gut. halt auch, weil die Leutchen einfach alles kaufen, was zum Release rauskommt. Das ist ja das Schlimme. Weißt du, anstatt, gut, bei Ja. GTA wusste man es jetzt nicht, wie reagiert der Online-Modus, ne? Ist ja auch so ein Ding, dass sie mit dem Schalter umlegen und gar nichts geht. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Der Singleplayer, der ging ja bis auf ein paar vereinzelte Fehler. Aber ich meine, dass das Zeug teilweise blind gekauft wird, so nach dem Motto Call of Duty, kaufe ich, egal was drin steckt, Ja. ist mir scheißegal. Das wird schon irgendwann Shut mal up and gut take werden. my money. Genau. Und wenn diese Mentalität aufhört, ich denke mal, weil ich meine, wir sind ja die Leute, die den Leuten oder die den Publishern das Geld in den Hintern stecken, ne? Ja gut, ich in meinem Fall nur weniger, aber klar, natürlich, die ganzen Vorbesteller, die halt angefixt werden und angehypt werden und einfach, wo der Drang geschürt wird, ah, ich muss der Erste sein, ich muss möglichst früh dabei sein. Sobald man sich halt von diesem Drang auch löst, das vielleicht mal als Tipp an alle anderen, und einfach ein bisschen warten kann, kriegt man die Spiele sehr viel günstiger, man kriegt sie fehlerfrei, weil dann auch die ganzen Patches dabei sind. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen persönlich auch einfach mal gut. No? Für den Spieler ja, Für für den den Spieler auf YouTuber jeden Fall. Geldbeutel. Für Genau, den für den Geldbeutel Geldbeutel auch und für auch. den YouTuber. Ich meine, für uns jetzt zum Beispiel, ich meine, hätte der Max jetzt das Spiel nicht zu Release gebracht, würde ich sagen, wären ihm bestimmt einige in Anführungszeichen oder halt Klicks durch die Lappen gegangen. Wenn ich Ja, jetzt zum Beispiel das. mich jetzt nicht gleich von Anfang an auf Forza 5 stürze, gut, ich freue mich da drauf. Ich lasse mich aber wirklich, ich kaufe die Katze im Sack, beim besten Willen. Ich weiß nicht, was das Spiel ausmacht. Ich habe es noch nie gesehen, Ja. ich habe es noch nie in den Händen gehabt, aber vorbestellt ist es schon. Ja. Ich meine, für uns YouTuber ist das nochmal was anderes. Ich meine, wir müssen uns mit den blöden Versionen rumschlagen, mehr oder weniger. Man muss es ja nicht bringen, wenn es Müll ist, aber. Ja, na gut, das sind aber dann auch halt wieder die Zuschauer, die sich halt nur für die aktuellen Sachen interessieren. Und da fragen, ja, machen wir doch gleich mal die Schleife zu einem Thema, was ich ein bisschen später noch ansprechen wollte. Okay. Wir sind ja flexibel und dynamisch. Ja, sowieso. Immer doch. Ja, Thema aktuelle Spiele auf YouTube als Let's Player oder als Kommentator oder wie auch immer. Warum macht man es? Natürlich, weil die Zuschauer nur den aktuellen Stoff gucken. Ja, ein Spiel, was jetzt meinetwegen ein halbes Jahr ist oder ein ganzes Jahr schon draußen ist oder Gott bewahre sogar noch älter ist, ohne schon Retro zu sein, kannst du eigentlich vergessen auf YouTube. Mal ein bisschen provokant gesagt. Stimmt, ich meine, wenn ich sehe, ich meine, ich bringe ja aktuell I Am Alive, das Ding ist schon relativ lang draußen, haben die Großen schon vor Urzeiten Ja. durchgespielt. Komischerweise kriege ich halt sehr nette Kommentare, wo halt dann drunter steht, ja, du bringst das richtig gut, du bringst die Stimmung richtig rüber und so weiter und so fort. Das macht sich aber, du hast ja deine Stammzuschauer, Ja. aber es kommen keine neuen drauf, die halt dann sagen, Richtig. Mensch, das ist mal ein ganz anderer Gesichtspunkt von dem Spiel, da versetzt sich wirklich einer rein in die Situation und macht da nicht irgendwie Jubel, Trubel, Heiterkeit durch oder halt raus. Aber
Stimmt, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, das wird nicht gewürdigt. Ja, Du das. musst wirklich das aktuelle Zeug bringen oder das ist schon so alt, dass es Retro ist. Dann ist es auch wieder cool. Bist du genau in der Mitte, bist du eigentlich. Auf verlorenem Posten. Ja, aber ich Ja, meine, ich wir meine, machen das ich ja, mache weil ja es dieselbe Spaß macht, Erfahrung. ne? Das ist ja nicht so, weil wir das bringen. Klar. Ich meine, würde Das ich ist ja die mal. Frage, Tom. Was Macht denn? es auch wirklich noch Spaß? Ja, macht Gaming es wird zur Spaß? Qual. Was heißt zur Qual? Die Ich meine. Schleife möchte ich jetzt noch nicht machen. Ah, okay, alles klar. Und da habe ich so schön alles vorbereitet und mir richtig Publizität gemacht. Und dann Gaming schmeißen wird wir zur das hier Qual, alles über den okay. Haufen. Aber ja, dafür sind wir auch da. Ja, aber das mit den nicht ganz aktuellen Spielen, die einfach auf YouTube nicht gefragt sind, das kann ich auch bestätigen. Ich habe ja als Nebenprojekt neben Minecraft immer ältere und teilweise sogar richtig unbekannte Spiele zu laufen. Ich meine, aktuell ist es Far Cry, nicht Far Cry 3, sondern das erste Far Cry. Oh, es ist so herrlich, dieses Spiel. Ja, und klar, da werden auch nur meine Stammzuschauer drauf aufmerksam und sehen das und verfolgen das. Genauso mit anderen Sachen, die ich vorher als Nebenprojekt hatte. Flatout 2 zum Beispiel ist ja noch ein Schlag älter. Aber da mache ich halt dann mit der Videobearbeitung noch ein bisschen was Besonderes und so eine Sachen. Aber es ist halt auch, liegt einfach an den Zuschauern. Ne? Wenn die halt nur den aktuellen Stoff haben wollen, dann kriegen sie ihn auch. Ne? Von irgendjemandem. Ja. Und wenn sich keiner für die ja, etwas älteren Sachen interessiert, die keineswegs schlecht sind, die man halt sogar besser präsentieren kann, weil man halt das Spiel schon kennt und drauf eingestellt ist und vielleicht neue Seiten im Spiel abgewinnen kann. Was nutzt es, wenn es keiner zur Kenntnis nimmt, wenn die Leute einfach nur sehen wollen, wie jemand in dem neuesten Spiel blind herumstolpert? Da nehme ich mal als böses Beispiel das Let's Play Together von Gronkh und Sarazar mit Saints Row 4. Und ganz schlimm finde ich jedenfalls GTA 5. Ich meine, GTA 5, das war, also mir war das schon klar, schon beim Bestellen, das Ding wird tot let's played werden. Das wird Ja. überall kommen. Jeder macht so seine eigene Sache. Ich finde es aber zum Beispiel, ich finde es richtig genial, dass die Zuschauer da wirklich einschreiten und manche Leute wirklich tot haten. Also Daumen runter und sagen hier, Aha. das ist absolut Müll, was du machst, das gefällt mir nicht. Und trotzdem sagen sich dann die Leute, das ist uns scheißegal, was ihr sagt, wir bringen den Kack einfach. Ja, das ist Aha. halt auch so eine Meinung. Ich meine, ich kenne es zum Beispiel halt nur bei Commander Krieger, da hat der Mr. Semtex in Auftrag bekommen, GTA 5 zu let's playen. Ja. Ich habe, nachdem ich meine ersten Folgen aufgenommen habe, mal seine erste Folge angeschaut. Und klar, ich meine, Commentator ist halt nicht unbedingt gleich ein Let's Player, ne? Ja. Die können sich vielleicht nicht so in das Spiel reinversetzen und probieren halt ihre Kommentiermasche irgendwie durchzubekommen. Aber was mir da spontan einfällt, ist zum Beispiel, ich meine, viele Spiele haben auch nur einen einzigen Lösungsweg und haben halt ein Ende. Das heißt, wenn du einmal das Ende gesehen hast, ist es eigentlich scheißegal, Ist was der Fall dazwischen passiert. erledigt? Ja. Genau, dann ist der Fall erledigt und fertig ist. Und wie das halt jetzt, was ich, wie vielleicht der Max in Rome 2 vorgeht. Gut, bei Rome 2 ist es vielleicht dann nochmal was anderes, weil die Taktik ja ein bisschen ausschlaggebend ist. Aber nehmen wir zum Beispiel jetzt bei Far Cry, da gibt es nur einen Lösungsweg. Du kannst nicht über 20 Inseln und 80 Gegner trotzdem zum gleichen Ende kommen. Das geht nicht. Es gibt nur einen Weg, es gibt ein Ziel und fertig ist. Also sorgen im Prinzip die Spieler an sich schon dafür, dass sie zum Release-Zeitpunkt aktuell sind. Aber wenn du halt die Videos schaust und dann später vielleicht das Spiel kaufst, da weißt du genau, was passiert. Und das, denke ich, man nimmt halt auch einiges vom Zunder, vom Pfeffer halt weg. Von Ja, daher. Ja, es vom ist halt. Interesse her. Ja. Ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen, weil ich schaue mir ehrlicherweise, schaue ich mir die Let's Plays nicht wegen dem Spiel an, sondern wegen demjenigen, der sie aufnimmt. Nehmen wir mal dein GTA 5 Let's Play zum Beispiel. Ich schaue mir bei dir, muss ich dir ehrlich sagen, nicht alle Parts an, weil ich die, wo du Story machst, will ich mir nicht anschauen, weil ich mich nicht spoilern will, weil ich es ja selber noch spielen will. Ich will ja die Story selber erleben. Aber wenn du halt jetzt in deinen Titel irgendwie packst, du machst jetzt nur so Freizeitaktivitäten wie die eine Folge da, wo du bloß mit dem Taxi gefahren bist oder wo du an Rennen Ja, teilgenommen die war hast, gut. Die das, war ja, jetzt gut. ohne Scheiß, sowas schaue ich mir an, weil erstens mal spoilere ich mich nicht und zweitens mal finde ich persönlich, du machst es gut. Und wie gesagt, ich schaue mir das Spiel nicht wegen der Story an. Ich schaue mir sowieso keine storylastigen Let's Play-Spiele an von Spielen, die ich selber spielen will. War das jetzt deutsch korrekt formuliert? Ich glaube schon, oder? Ja, kommt schon Yes. halbwegs hin. Ja.
Okay, gut. Also, aber ihr wisst, was ich meine. Also. Keine Ahnung, was du willst. Ach so, okay, ja. Ich bin schon still. Ich gehe Nee, in die aber. Kuschelecke. Also besten Dank, du, dafür. Das ist halt, ich meine, wir so als YouTuber haben sie im Prinzip in der Hand, was du aus dem Spiel machen kannst. Ne? Du kannst aus dem Spiel, was gar nicht dafür gedacht ist, kannst du Zeug rausholen. Ich meine, ich sehe es halt aktuell auch noch bei Forza 4 zum Beispiel. Ich meine, man kommt nach wie vor, und das Spiel ist ja schon 2 Jahre jetzt alt, du kommst immer noch, nee, ein Jahr, was sage ich denn? Nee, 2 Jahre. 2 Jahre ist es jetzt schon alt, und du kommst immer wieder auf neue Ideen. Was kann man denn machen? Wie kann man denn diesen ja, alten Opa in Anführungszeichen nochmal befreien von seinen Krücken und noch ein bisschen frisches Ja. Leben einhauchen? Also es liegt halt auch ein bisschen an denjenigen an sich, der das Spiel bringt. Das machen halt zu wenig. Ich meine, die meisten, die kriegen es halt vielleicht sogar geschenkt von den Netzwerken oder von den Publishern direkt, nach dem Motto, hier, spiel mal durch. Und nach der Moral gehen die Leute halt auch hin. Ich meine, die spielen nicht das Spiel, weil sie Spaß dran haben oder weil sie übelst Bock drauf haben, sondern die spielen das Spiel, weil sie wissen, ich generiere Klicks damit, ich mache damit Geld, Muss Punkt. abgehakt werden, Muss abgehakt, sozusagen. genau. Muss Ja. ich bringen, weil Fast ansonsten Food, bin ich ja der Stichwort. Noob hier. Bitte? Stichwort Fast Food. Wie Fast Food? Ich habe jetzt keinen Hunger, Naja, aber danke dir. nein, nein, ich meine, jetzt aktuelle Spiele, Let's Plays, verkommt das zu Fast Food? Schnell geguckt, schnell vergessen, schnell produziert. Ja, Einheitsbrei wäre das Ja, bessere Wort dafür, ja, ja. ja, Also ja. ist so. Oh, ja. Ja, was Aber es heißt ist ja Einheitsbrei? Das ist anscheinend aber leider so. schon. Entschuldigung. Diesmal halte ich mich Diesmal? raus. Diesmal sag, ja. Okay. Aber es ist ja anscheinend einfach so, dass die Zuschauer halt wirklich draufstehen. Weil sonst würden sie ja andere Sachen gucken. Ich glaube, die meisten machen sich nicht die Mühe. Ja. Ich weiß gar nicht, wer das war. Der hat mir in die Kommentare geschrieben, ich habe schon so viele Let's Player abonniert, ich weiß gar nicht mehr, wen ich noch alles gucken soll. Und ich Ja. denke mal, da ist einfach auch der Markt ein bisschen übersättigt. Ich meine, man sieht jetzt schon einen gewissen Rückgang bei den Aufrufzahlen, nicht nur bei den kleinen Leutchen, sondern auch bei den etwas größeren. Da sieht man sehr wohl einen Trend, der extrem in den Keller geht im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel. Ja. Und das liegt halt einfach auch daran, dass es gibt so viel Angebot, dass du jemanden findest, wo du sagst, jawohl, dem folge ich jetzt, der bringt das genau in dem Stil, wie mir das Ganze halt gefällt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Nee, genau, das dauert einfach zu lang, bis du einen findest. Und wenn du ihn gefunden hast, dann hat er am Ende schon gesagt, gut, die Aufrufzahlen sind mir zu gering, ich höre jetzt wieder auf. Ja, dann kannst du dir aber trotzdem noch seine alten Projekte angucken. Und das ist so ein Punkt, den ich mir auch gleich hier mal nochmal als Frage an unsere Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen aufgeschrieben habe. Wer von euch hat mal bewusst, wenn er einen Kanal vielleicht neu für sich entdeckt hat oder noch gar nicht so lange verfolgt, wer von euch schaut mal bewusster in die älteren Projekte rein? Wer interessiert sich für die alten Sachen, die ein YouTuber gemacht hat? Ich stelle nämlich bei mir fest, keiner. Ich könnte jetzt zum Beispiel das Flatout 2 Let's Play, könnte ich die Videos löschen, nochmal hochladen. Fertig. Ja, na, also Da ich muss ich bin aber manchmal ein sagen, bisschen dass. giftig, aber die Idee ist irgendwie naheliegend. Ja, und vor allem landest du bei YouTube ganz oben in der Suche, wenn du an einem Tag 20 Videos freischaltest. Ne? Das darfst du natürlich auch nicht vergessen. Dann heißt es, du wirst lachen, wo ich einen Tom-Thompson-Kanal aufgemacht habe und ich habe an einem Tag habe ich meine ganzen alten Videos freigeschalten. Ich hatte Aufrufzahlen, die waren jenseits von Gut und Böse, weil ich teilweise sogar auf der YouTube-Startseite war. Ach du Klar, wenn ein Scheiße. Kanal dann plötzlich kommt und der 30 Videos am Tag raushaut, dann geht YouTube davon aus, geil, das kommt jetzt jeden Tag, den müssen wir auf jeden Fall bringen. Das ist doch super. Nee, aber das, was mir auffällt, Doch wohl nicht wahr sein. wenn du zum Beispiel, bei mir war es jetzt in letzter Zeit öfters, wenn du so ein bisschen rumkränkelst und du sagst einfach, Leute, jetzt kommt einfach mal 3, 4 Tage nichts, dann sehe ich das zumindest bei vielen treuen Stammzuschauern, dass sie sich dann hinsetzen und alte Sachen gucken. Einfach so ein bisschen Das in ist doch Erinnerung gut, das ist schwelgen klasse. oder halt sich das allererste Video raussuchen. Ja, Stimmt, Mensch, Daumen das hoch für habe ich deine auch. Zuschauer, Junge. Ganz Ja, großes Kino. nee, Ja. das finde ich genial. Und dann halt sogar noch Kommentare drunter schreiben, so wie nach dem Motto, Mann, war das früher ja ganz anders, da kann ich mich noch erinnern. Ja, Genau. genau. Ja, und das finde ich halt Das krass. ist Ja. Qualität, Leute. Das Ja. ist Qualität. Ja, richtig. Geil. Auch als Zuschauer. Ja, natürlich. Ja. Ja? Also, Zuschauerqualität ist ja auch nochmal so ein Thema, wo wir dann auch wieder stundenlang drum rumkreisen könnten. Oh, ja. Ich möchte aber nochmal so ein bisschen den Bogen zurückkriegen und schlagen zur Gamescom. Denn da war ja nicht nur die Gamescom, sondern noch so eine Zusatzveranstaltung, speziell für YouTuber, namens Video Day. 2012
Hatte ich das irgendwie auch eher im Zusammenhang mit der Gamescom auf dem Schirm und mitgekriegt. Als jetzt 2013, gut, habe ich mitgekriegt, okay, ist Gamescom, kommen Videos dazu. Und erst so 2, 3 Wochen, nachdem dieser ganze Zirkus durch war, ist mir eingefallen, Momentchen mal, da gab es doch noch sowas, da war doch noch was, das hieß doch, wie hieß denn das? Video Day. Video Day 2012, die große, mehr oder weniger peinliche Mediakraft-Show. Jawohl, ich höre, ihr erinnert euch dran und ich hoffe, es geht den Zuschauern genauso. Mediakraft hat damals versucht, so eine, ja, so ein Showprogramm wohl auf die Bühne zu stellen mit ihren ganzen YouTube-Stars und das Ganze ja, erntete viele recht hämische Videos. Und die Leute haben, glaube ich, alle lauthals gelacht, als Mediakraft verkündete, nächstes Jahr machen wir das in der Lanxess Arena mit 10.000 Zuschauern. Da kann ich mich Und nur dran erinnern, dass dann was irgendwie, haben die Leute den Kopf drüber geschüttelt und gesagt, nee, klappt doch nie. Ja, aber sie haben es gemacht. Der Video Day 2013, Mediakraft, Veranstaltung von vorne bis hinten, aber tatsächlich mit über 10.000 Zuschauern. In der Lanxess Arena. Die haben die Halle tatsächlich vollgekriegt. Die haben da auch wirklich 8 Stunden Programm auf der Bühne gemacht. Da war richtig was los. Und keiner hat irgendwie gesagt, ups, das hätte ich jetzt letztes Jahr nicht von euch erwartet. Aber irgendwie war auch das Echo auf diesen Video Day 2013, soweit ich es mitbekommen habe, relativ gering. Natürlich die beteiligten Kanäle. Hatten da alle ihre Videos. Ich habe mir auch die Show mal angesehen. War halt gut, kommt ein YouTuber nach dem anderen auf die Bühne und singt ein Liedchen. Im Prinzip oder versucht zu tanzen und so weiter. Oh, Max, das wäre Hat was für wohl im uns. Großen und Ganzen auch Aber hallo. besser geklappt als letztes Mal. Was mir aber aufgefallen ist, dass jeder Typ, der auf die Bühne kam, versucht hat, das Publikum in Stimmung zu bringen. Und es passierte nichts. Es Ah. passierte nichts. 8 Stunden lang, bis dann schließlich zum Schluss endlich die YouTube-Götter, wo ein Titi auf die Bühne kam, da haben die Leute getobt und da war was los. Ich dachte mir, ich spinne, als ich das gesehen habe. Ja, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Habt ihr davon überhaupt was mitgekriegt und den Video Day-Zusammenhang mit der Gamescom irgendwie noch? Ist das überhaupt noch ein Thema, Video Day 2014? Los, Max, rede, sonst Ja. fange ich immer an hier. Ja, nee, kein Thema. Bei mir wird es auch recht kurz, ist komplett an mir vorübergegangen. Habe ich Ja. mir gar nicht angeschaut. Aha. Also 2012 was vom Video Day mitbekommen? Nee. Auch nicht. Okay, dann hat sich ja für dich nicht großartig was geändert. Nee. Wie sieht's bei dir aus, Tom? 2012 habe ich mitbekommen, bedingt durch den Commander Krieger. Mhm, ja. Der hat ja auch ein Video gebracht. Bei 2013 ist letzte, was ich da gehört habe, dass sehr viele große Kanäle sich gesagt haben, da hat der Krieger auch zu einer Aktion aufgerufen. Er war ja dafür, dass der Eintrittspreis Richtig. runtergesetzt wird, weil er sich gesagt hat, Leute, ihr müsst so viel Geld teilweise investieren, um überhaupt erstmal dahin zu kommen. Und da will ich nicht dafür als Person auf der Bühne stellen und genau wissen, jeder von euch hat jetzt, was ich, 60 € bezahlt. Und das wollte er den Leuten nicht antun, fand ich. Oder finde ich immer noch, finde ich richtig, richtig stark. Ja. Und ich habe beim Krieger nichts gesehen, demzufolge gehe ich mal davon aus, dass er nicht da war. Richtig. Soweit ich Ja. das mitgekriegt habe, war er auch nicht da. Obwohl er Genau. nicht extra nochmal ein Video dazu gemacht hat, dass er nicht da war. Aber an das Video, wo er das angesprochen hat, dass ihm für seine Fans und Zuschauer die Eintrittspreise für den Video, der einfach zu hoch sind, das habe ich mitbekommen. Fand ich auch eine geile Aktion von ihm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, dann haben wir den Video Day damit abgehakt. Habt ihr denn eigentlich was von der ja, quasi Konkurrenzveranstaltung? Möchte ich jetzt nicht sagen, aber vom Gronkhs Let's Play Together XXL mitbekommen? Max. Ich komme mir irgendwie echt blöd, wie ein Blöder gerade vor. Nee, ehrlicherweise nicht. Hat mich gar nicht Du gejuckt. hattest deine Chance. Ich habe euch vor 4 Wochen die Links zu den Videos geschickt. Ja, aber es ist halt auch so. Ich ja. meine, der Max ist jetzt nicht allein in dem Raum Natürlich. der Ahnungslosen. Ich geselle mich da gern dazu. Gronkh ist einfach eine Person, der macht so viel. Ich meine, Ja.
Jeder, der selber Videos macht, der weiß, wie eng die Zeit am Abend ist. Ne? Und da habe ich einfach nicht die Zeit, seine, was ich, 7, 8 Videos am Tag und dann jeden Freitag oder jedes Wochenende Mai-Video, da macht er ja auch noch mit dem Sacherzer was richtig, zusammen. Genau. Und hier und da, ich meine, würde ich jetzt hauptberuflich Zuschauer sein und nur einen einzigen Kanal abonniert haben, dann hätte ich davon bestimmt was mitbekommen. Aber Gronkh ist einfach, weiß ich nicht, das ist wie ein anderer Planet. Ja. Ja. Auch nochmal ein interessanter Aspekt, können wir auch nochmal zurückkommen drauf. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist, was er macht. Das heißt einfach, er kann sich, seine Person, seinen Kanal, seine ganze Art und Weise verkauft er super, aber ohne dabei den Boden zu verlieren. Das finde ich, das ist bei Gronkh wirklich genial. Ja. Aber der macht, also für mich als Selbstersteller von Videos ist es einfach zu viel, beim besten Willen. Ja gut, er macht es ja nur auch hauptberuflich. Nur. Ja. Ja. Aber was mir besonders eben im Vergleich zur Mediakraft-Veranstaltung bei Gronkhs LPT XXL aufgefallen ist, die Leute sind da richtig mitgegangen. Die hatten 4000 Leute in der Halle, die hatten die ganze Zeit über, die haben auch, glaube ich, 3 oder 4 Stunden Programm gemacht, die hatten die ganze Zeit über eine riesige Stimmung in der Halle. Die Leute sind mitgegangen, haben gejubelt, gefeiert, alles geil. Also da war richtig was los. Du darfst los. Aber das eine nicht mit den anderen vergleichen. Ne? Ich meine, wenn Gronkh eine Veranstaltung macht, wenn ich jetzt Gronkh hasse, gehe ich natürlich nicht hin. Ne? Das heißt, da sind nur Fans wirklich von Gronkh am Start gewesen. Und man hat es auch schon auf der Gamescom gesehen. Mhm. Ich meine, Gronkh, der weiß genau, wie er der Massen für sich gewinnen kann. Ja. Ne? Ich meine, der macht 3, 4 Sprüche und der Junge, der ist halt einfach so locker drauf. Dem liegt halt einfach die ganzen Wörter, liegen ihm so locker auf der Zunge raus. Der haut 3, 4 Sprüche raus und fertig ist. Dann hat er zumindest die Menge zuerst mal auf seiner Seite. Das ist einfach, bei ihm ist das schon, das ist normal, das ist normal. Der kann einfach mit so einem Publikum einfach umgehen. Ja. Der weiß, wie er sich vor 200 Leuten zu verhalten hat. Der kann aber auch, wie du halt gesagt hast, mit 4000 umgehen. Mhm. Ich meine, würde ich jetzt Max auf die Bühne stellen und mich daneben und wir stellen uns gemeinsam vor 4000 Leute hin, dann kommt der Dutchman noch dazu. Ich glaube, ich wäre der Erste, der rennt. Ich komme hinterher. Ich ziehe dich einfach mit und der Dutchman, der schmeißt den Laden dann. Er fragt sich nur, wohin. mich hat einfach besonders beeindruckt der Kontrast zwischen den beiden Veranstaltungen, alleine was das Publikum angeht. Ja, während also auf der Mediakraft-Veranstaltung jeder wirklich, der da frisch auf die Bühne kam, erstmal versuchte, das Publikum anzureizen, erfolglos. Mhm. Halt bei Gronkh und Sarazar und Sergeant Rumpel, ich will ja da die anderen gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja wirklich ein Trio, was da agiert. War halt von Anfang an Bombenstimmung. Und bei Mediakraft kam mir das im Prinzip so vor, als ob sie alle nur auf Waititi gewartet hätten. Das wollte ich gerade sagen, vielleicht waren die 10.000 ja nur wegen Waititi da. Ich meine, die haben ja auch, wie viele Abonnenten haben sie? Auch über 1 Million, oder? Keine Ahnung. Deutlich mehr. Okay, ja. Ich gucke die Typen nicht, weil einfach, mich spricht der Humor einfach nicht an. Aber keine ich mein, Zeit. Ja, es ist auch das. Da würde ich mir die Zeit nehmen. Wenn mich was unterhält. Nee, Quatsch, da habe ich andere Kanäle, die mich auf jeden Fall in 2 Minuten mehr unterhalten als irgend so pseudogestelltes Video, wo ich sage, das soll jetzt ein Witz gewesen sein. Ich weiß ja nicht. Ja, es ist wieder die Sache, was ich vorhin kurz sagte. YouTube ist inzwischen ein Massenmedium für ein Massenpublikum und funktioniert im Prinzip genauso wie halt Fernsehen, schon lange, wie Boulevardpresse und so weiter. Ja, das wird aber immer mehr Boulevardpresse. Das ist ein ganz gutes Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt. Dass wir, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal angesprochen. So, ne, Dutchman, wenn ich jetzt total abschweife, dann hau mir bitte den Hammer auf die Füße. Ich räuspere mich einfach so laut, dass alles andere weggedrückt wird. Wunderbar, optimal. Naja, das ist aber schon so. Ich meine, das sieht man auf vielen Kanälen, halt auch viele, wo ich Kritiken drunter schreibe, was mir einfach persönlich auf den Pinsel geht, dass man sich immer mehr in Richtung so Pseudo-Nachmittags-RTL-Programm entwickelt. Komischerweise, weil das aktuell die meisten Leute anzieht. Ich meine, viele Leute, die dieses Jahr aufgehört haben, die haben mir offen und ehrlich zugegeben, das zahlt sich einfach nicht aus. Stunden und, was ich, Wochen in irgendwelche guten Videos, Tutorials, Reviews oder sonst was zu packen, wenn am Ende so ein kleiner Honky-Tonky kommt und da dreimal irgendwelche Sätze falsch sagt und der Typ wird am Ende gefeiert. Da sagt man sich natürlich auch, ich meine, da investiere ich doch nicht die Zeit, kriege am Ende, weiß ich, nicht mal ein Zehntel von den Aufrufzahlen. Richtig. Ich meine, da ist schon dieser Vergleichsfaktor schon da, aber es ist halt so, dass das, was man investiert, bekommt man nicht zurück. Insofern wird immer weniger investiert, weil dann irgendwann bekommt man wieder viel zurück.
Boah, es verkommt so zu Hartz IV TV irgendwie. Ja, und das ist eigentlich auch Ja, wieder es ist traurig, ne? also einfach YouTuber ein im Massenmedium, Brennpunkt. ne? Ganz klar. Ich meine, ich frage mich natürlich auch häufig, warum mache ich mich nicht auf YouTube einfach zum Affen? Dann kommen die Aufrufe. Warum mache ich halt meinen Kanal und mein Programm, so wie ich es mache? Und das fragen sich sicherlich, viele kleine, mittlere YouTuber, die halt versuchen, ja, einen gewissen Anspruch zu wahren, beziehungsweise einfach nicht hier auf, ja, sich zum Affen machen, auf diese ganze Trolle-Loll-Schiene Trolle-Loll zu finde ich fahren. super, wenn es super gemacht ist und von jemandem irgendwie, was ich auf die Kosten von jemand anders geht, finde ich Trolle-Loll super. Da was, ich meine, man kann jetzt zwar schon sagen, ja, warum machen wir den ganzen Kram? Warum setzt sich der Max hin und zockt ein unfertiges Rome 2? Also ich denke mal schon, dass die Leutchen, die werden ja auch älter. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann der Schalter kommt und dieses Umdenken da ist. Ich glaube, da kannst du lange warten. Ich habe Zeit, Und das ist ich habe kein nicht mehr so Problem. viel Zeit. Ich werde nächstes Jahr 50. Du hast auch noch die Zeit. Hast noch 50 Jahre. Du hast nur 50 bis zu 100. Wir pushen dich mit Medikamenten nach oben, das ist kein Problem. Nee, aber ich hoffe einfach mal, dass irgendwann bei gewissen Leuten dieses Umdenken kommt und dass dann einfach viele mal sagen, gut, man sieht es ja, wie gesagt, ich kann mich nur auf die Aufrufzahlen berufen, dass man da sehr wohl einen Trend bei vielen Großen sieht, der einfach in den Keller runtergeht. Ja, wobei ich aber auch denke, dass das YouTube allgemein und Gaming auf YouTube, seien es nun Let's Plays, Kommentare, Commentaries, Reviews und so weiter, meinetwegen auch noch Spieleblogs dazu, dass da einfach so langsam der Boom durch ist und jetzt die Leute einfach was anderes wollen. Sei es Ja, was einmal heißt was vielleicht was anderes als anderes? Gaming auf YouTube, sei es was anderes als YouTube. Irgendwann ist die Nummer einfach durch. Ja, was heißt was anderes? Ich denke mal schon, dass die Leutchen sich vielleicht irgendwann mehr für die Person interessieren. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum sie viele Sachen schauen sollen. Ich meine, die Person muss interessant sein, das Spiel, was er bringt. Man soll sich das auf jeden Fall ein, zweimal angucken. Wenn es dann nichts ist, kann man ja immer noch abschalten. Ne? Abschalten kostet ja nichts. Das Aber ist es ja ist mit halt einfach Arbeit dieses. verbunden. Das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das ist einfach dieses Überangebot, was es gibt. Jeder fängt an, weil man sieht, gut, man wird erfolgreich. Viele fangen an, wirklich wegen Geld oder sonst was. Das ist vollkommen der falsche Ansatz. Viele fangen an mit dem falschen Spiel. Kann auch gut sein, was vielleicht gar nicht für die Person ist. Und dann wundern sie sich so nach zwei, drei Wochen, Mann, du, ich habe 15 Abonnenten. Nach 2 Wochen. Das kann ja gar nicht sein. Das ist doch Ja, viel zu wenig. das ist aber alles schon seit anderthalb, 2 Jahren nichts Neues mehr. Ja, aber die lernen nicht dazu. Na? Das ist das, das ist diese halt Ja, das, nee, Belehrungsresistenz. Ich meine, es mir gibt geht so es viele aber auch Leute. um die Zuschauer. Ich glaube nicht, dass die sich irgendwann aufmachen und auf YouTube intelligente Inhalte versuchen zu finden. Ich meine, wir alle wissen sie, dass man sie finden kann. Wir alle wissen aber auch, dass das ein Haufen Arbeit ist. Ja, und die nächste leichte, seichte Unterhaltung wartet ja schon um die Ecke und nicht unbedingt auf YouTube. Ja, also von daher, Was ich habe schaust da du ehrlich noch gesagt an nicht neben viel Hoffnung. YouTube? Leicht und seicht. Ja. Mein Guck mal was. Video? Ja, Clipfish for the win hier. Nee, vergesst nicht, Leute, ich habe 1000 Bücher hinter mir. Ich brauche nur ins Regal zu greifen, um richtig guten Stoff zu kriegen. Und das ist auch noch so eine These von mir, die ich teilweise sogar belegen kann. Den richtig guten Stoff, den kriegst du gar nicht auf YouTube. Weil die Leute genau wissen, das Zeug ist dafür, oder ihre guten Sachen sind dafür viel zu schade.